Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute beantworte ich euch eure Fragen, die ihr mir auf YouTube und auf Instagram gestellt habt. Ich sag schon mal direkt, ich versuche es uncut zu machen und im Nebenraum fährt gerade mein Staubsaugroboter rum. Deswegen ist es ein bisschen laut ab und an, also nicht wundern, wenn es mal an eine Tür klopft oder so, das ist dann der Roboter. Ich habe mir eure Fragen hier aufgeschrieben, weil die sich teilweise ein bisschen gedoppelt haben. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, wer welche Frage gestellt hat, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Die erste Frage war auf jeden Fall, wie es mir geht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, wenn das Video online kommt. Ist die Prüfung schon vorbei, aber auch gerade ersten Tag. Und ich mag mündliche Prüfungen einfach nicht so. Aber ich schaffe das und es geht vorbei. Aber sonst geht es mir wirklich sehr gut. Ein bisschen stressig noch mit dem Adventskalender, aber es lohnt sich. Dann war noch die Frage, welche Projekte ich noch geplant habe. Also so gezielte Projekte habe ich jetzt nicht. Ich wollte gerne einfach weiterführen mit dem Fernbus-Simulator und mit King of Retail. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, und natürlich YouTuber-Torten. Also das brennt mir unter den Nägeln. Ich finde auch immer mehr YouTuber. Und das ist halt sehr interessant. Man lernt halt viel mehr kennen, als man sonst so auf YouTube geschaut hat. Das ist auch so mein Ziel nächstes Jahr. Das war nämlich auch eine Frage von euch, was für Ziele ich nächstes Jahr habe. Das kann ich so beantworten. Ich möchte auf jeden Fall meinen Horizont, was YouTuber betrifft, erweitern. Klingt komisch, aber so meine ich es auf jeden Fall. Dass ich auch YouTuber backe, die ich vielleicht nicht so aktiv bisher verfolgt habe. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, wo ich sage, den gucke ich mir dann auch privat nochmal öfter an. Ist auch immer ganz interessant, finde ich. Dann ist die Frage, machst du YouTube hauptberuflich? Nee, also ich mache das Ganze ja jetzt erst seit 6.6. diesen Jahres. Und ja, da gibt es ja so Grundvoraussetzungen bei YouTube, die dann halt gegeben sein müssen. Und die habe ich nicht erfüllt. Und ich bin auch ehrlich so, dass ich sage, nee, im Moment kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Ich mag meinen Job, den ich habe. Das bringt mir mein Einkommen, dass ich hier meine Miete zahlen kann. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sicherer Weg. Aktuell, ich schließe es nicht für, keine Ahnung, in 10 Jahren aus, aber aktuell auf gar keinen Fall. Meine Ziele für YouTube war auch so eine Frage von euch. Ich möchte gerne einfach meinen eigenen Weg finden. Ich freue mich natürlich über jede Reaktion, die bisher so reingeflattert ist. Aber ich möchte halt gerne auch schon so meinen Weg finden. Und ich freue mich, wenn ihr hier bleibt, weil ihr mich gerne seht. Das freut mich wirklich und ich versuche einfach, wie gesagt, meinen eigenen Weg zu finden. So kann man es kurz ausdrücken. Wohin, Moment, jetzt muss ich mal eben, achso, wohin sich mein Kanal entwickelt? Ob zu Games oder Koch- und Backkanal? Ja, ich hatte ja in meiner Kanalbeschreibung geschrieben, dass ich alles das mache, worauf ich Bock habe, woran ich Spaß habe und so. Und ich habe so ein bisschen Struktur reingebracht. Jede zweite Woche kommt von mir ein Gaming-Spiel. Dann kommt jede zweite Woche eine neue Torte und ich werde das auch erstmal so beibehalten, weil das mit den Torten schon ziemlich anstrengend ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier nur zack rein Backkanal. Das ist ein bisschen zu stressig. Ihr müsst euch vorstellen, ich muss ja jede Woche dann auch diese Torte backen und die schneiden und online stellen und die muss ja auch verteilt werden. Deswegen schließe ich einen kompletten Backkanal auch momentan noch aus. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also natürlich ist es sehr multikulturell, was ich hier betreibe. Ich mache Games und ich mache Backen. Das passt irgendwie auch nicht ganz zusammen. Aber das ist so der Plan, den ich verfolge, wo ich jetzt meinen Kanal auch aktuell sehe. Jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt bin ich die Zeile verrutscht. Ach so, mit wem würde ich gerne zusammen Videos machen? Ja, ich glaube, in der aktuellen Lage, in der Position, wo ich mich befinde, ist es noch ziemlich weit weg, ein Video mit jemandem zu machen. Jetzt gerade auch mit Corona, mit den Zahlen, die wieder steigen und so, ist es aktuell ein bisschen schwierig. Also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, mal so ein Video mit irgendjemandem zu machen, wo man vielleicht so ein Backduell macht oder sowas, dass man ein Rezept bekommt oder nur die Zutaten bekommt und dann einfach gucken, was man daraus zaubern kann. Anderenfalls hatte ich auch noch so eine Idee, dass man mal vielleicht jemanden nimmt, der gut kochen kann. Weil das kann ich nicht. Zumindest, gut, es reicht zum Überleben, aber ich kann halt nicht so gut kochen, dass man da quasi so Gegensätze hat. Derjenige, der gut kochen kann, kann dann aber nicht backen und muss dann ein Rezept von mir backen und ich muss was von ihm kochen. Versteht ihr, was ich meine? Das sind so auf jeden Fall Ideen, die ich habe.
Konkrete Filmpartner habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Natürlich hat man so Wunschvorstellungen, aber man muss da auch ein bisschen realistisch bleiben. Es wird immer ein bisschen schwierig. Streams von mir wurde auch öfter gefragt. Also ich streame aktuell schon. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das noch nicht ganz mitgekriegt hat. Ich streame einmal in der Woche, meistens am Wochenende, entweder freitags oder samstags, so wie es mir gerade besser in die Wochenendplanung passt. Und da spiele ich dann so Sachen wie Phasmophobia oder Animal Crossing. Mario Party habe ich auch schon gespielt oder Mario Kart. Ich bin jetzt nicht, was das angeht, der Ultra-Gamer. Ich kann die Spiele nicht so gut wie manch anderer. Ich bin mit der Steuerung noch nicht so weit. Das seht ihr Gott sei Dank meistens bei King of Retail nicht, wie oft ich da einfach gegen Wände laufe. Das schneide ich hinterher raus, weil ich es einfach jedes Mal verpeile, wie ich da laufen muss. Ja, also zu dem Thema Streams einmal die Woche. Bin ich auf Twitch, da heiße ich Feel Good Jenny und da kann ich euch gerne mitnehmen. Ich kann halt mal den Link da unten reinpacken. Dann ist die nächste Frage mein Traumberuf. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich dachte immer, mein Traumberuf wäre Erzieher. Allerdings hatte ich da ein paar Fehlgriffe, sagen wir mal so. Ich habe meine Ausbildung angefangen und hatte allerdings ein paar Probleme mit Mobbing da. Auch mein Lehrer war da irgendwie nicht ganz unparteiisch, deswegen habe ich den Beruf gewechselt und habe mir gesagt, ich mache jetzt einfach, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Es ist mir egal, wie lange das dauert, ich mache das. Und ich habe mich dann für den kaufmännischen Bereich entschieden und bin dann Kauffrau für Büromanagement geworden. Und ich finde das wirklich so, also das erfüllt mein Berufsleben, kann man das verstehen? Ich habe halt Aufgaben, ich kann die abarbeiten, ich kann Haken hintersetzen, ich gehe nach Hause, Ende. Und das ist halt nicht gegeben, wenn du zum Beispiel Erzieher bist. Meistens nimmst du gedanklich die Kinder nochmal mit, überlegst dir, was du hättest anders machen können. Und das ist immer ein bisschen schwieriger. Und da ich jetzt ja auch noch die Fortbildung gemacht habe, meine Güte, man muss mal richtig aufpassen, dass man sich klar artikuliert. Das ist ja jetzt für Büro- und Projektorganisation. Habe ich mich da jetzt nochmal ein bisschen auf der Wissensebene nach oben gesetzt. Und das war es auch für mich. Also mir reicht das komplett. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen möchte. Und mal gucken, wo mich der Beruf dann hintreibt. Momentan bin ich bei meiner Firma sehr glücklich und ich sehe auch nicht, dass ich da weggehe. Dann ist die nächste Frage, wie bin ich zum Backen gekommen? Ja, das ist einfach, ich hatte Bock drauf. Ne? Eine andere Antwort kann ich euch da nicht geben, weil es ist wirklich so. Ich habe da immer wieder Lust dran gehabt, mich einfach weiterzuentwickeln. Ich habe gesehen, oh, man kann da Marzipan drauf machen. Ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Ich habe es beim nächsten Mal wieder versucht. Dann habe ich gemerkt, ah, verdammt, der Fondant rutscht weg. Was kann man da machen? Ah, Ganache, okay. Dann habe ich jetzt durch meine Videos gelernt, man kann auch Buttercreme oder irgendeine andere Creme drunter machen, die fondanttauglich ist. Es gibt nicht nur Ganache. Und so entwickelt man sich halt immer weiter. Wenn man sich dafür interessiert, dann guckt man halt so ein bisschen weiter und probiert mehr aus und. Ja, ich mache das jetzt auch ungefähr schon, ja, lass mich nicht lügen, 9 Jahre oder so. Immer mal wieder ausprobieren und ja, das, so ist das halt, wie ich zum Backen gekommen bin. Mein Alter. Ja, also wenn du die Leute an der Kasse fragst, bin ich noch nicht mal 18. Wenn ich in der Schule rumlaufe, fragen die mich, ob ich hier ein Praktikum mache. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber ich bin 27. Ich habe am 7.7. Geburtstag, bin 1994 geboren. Dann mein Lieblingstier. Mein Lieblingstier sind eigentlich zwei, die teilen sich so die Treppe. Eigentlich ist es die Ente. Ich liebe Enten. Ich weiß nicht, ich finde die so süß, wenn die da so kack, kack, kack nach Brot fragen. Ey, haltet mich für bescheuert, ne? Aber es sind auf jeden Fall Enten und Eulen. Ich finde Eulen so toll, deswegen habe ich sie auch hier auf mein Tattoo mit drauf gemacht, wenn man es hier so sieht. Das ist ja das Partner-Tattoo von meiner Schwester und mir. Sie symbolisiert so den Wolf und ich die Eule. Und wir haben halt ein starkes Band und das wollten wir halt, ja, wie auch immer. Meine Lieblingsjahreszeit. Ja, ich denke, das hat jeder mitgekriegt. Ich liebe den Winter. Ich bin absolutes Winterkind. Man sagt ja auch immer, Leute, die im Sommer geboren sind, mögen den Winter lieber. Kann ich vollkommen bestätigen. Natürlich freue ich mich auch, wenn Sommer ist. Aber es dürfen nicht mehr als 25 Grad sein und ich muss die Möglichkeit zu einer Abkühlung haben, sonst überlebe ich das nicht. Im Büro ist das übrigens die Hölle. Ja. Welches Schnittprogramm benutze ich? Ich benutze PowerDirector aktuell.
Ich möchte keine Empfehlung aussprechen, weil ich nicht 100% damit zufrieden bin. Ich finde, da hat das Programm noch mehr Potenzial. Aber es ist jetzt nicht schlecht. Für den Anfang ist es wirklich gut. Ich habe es mir jetzt für ein Jahr gekauft. Es war auch nicht so teuer. Es war jetzt irgendwie 35 € oder 40 € für ein Jahr. Finde ich vollkommen okay. Ja, aber danach werde ich mich auf jeden Fall nochmal nach einem anderen umschauen. Dann war die Frage, schaue ich viel YouTube? Und wer ist mein Lieblings-YouTuber? Ich hatte das in einem anderen Q&A schon mal beantwortet, welche YouTuber ich so gerne gucke. Da hat sich auch bisher nicht so viel dran gedreht, außer dass ich Klaus, also Odin aka Jesus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, jetzt aktuell mehr verfolge. Ich finde seine Videos einfach gut. Ich mag seine lockere Art. Er sagt es einfach frei Schnauze raus, wie es ist. Und ich finde das gut. Ja, mit YouTube schauen, aktuell eher weniger leider. Also ich gucke mir wirklich nicht mehr so viele Videos an wie früher, weil ich jetzt auch mit der Prüfungsvorbereitung dran bin, mit dem Adventskalender. Aber wenn das vorbei ist, bin ich auch wirklich ein aktiver YouTube-Gucker. Ich schaue zu Hause keinen Fernseher mehr. Ich gucke eigentlich wirklich nur YouTube, weil ich finde, das bietet halt mehr Interesse, also das deckt mehr Interessen ab. So, man kann halt das gucken, worauf man Lust hat. Es gibt kaum Werbung. Und die Werbung, die da ist, ja, im Gegensatz zum Fernsehen ist das ja nichts. Also ich gucke eigentlich, wenn mehr, YouTube. Dann kam eine Frage, die fand ich eigentlich sehr witzig, ob ich Paluten kenne und ob ich Projekte mit ihm geplant habe. Nee, also ich weiß, wer er ist. Also kennen tue ich ihn dann so schon. Aber wir haben jetzt halt einmal nur auf Instagram geschrieben. Er hat mir netterweise das Bild dann zur Verfügung gestellt. Und das war es dann auch. Also weiter geplant ist da jetzt auch nichts. Ich meine, der gute Herr hat da ja auch nicht umsonst 4 Millionen YouTuber, 4 Millionen YouTuber, 4 Millionen Abos. Und der hat auch, glaube ich, noch seine eigenen Projekte am Laufen. Da möchte ich mich jetzt nicht reinmischen. Ich bin ihm sowieso schon dankbar für seine Reactions. Also da ist nichts geplant. Freue ich mich auf YouTube? Ja, ich freue mich auf YouTube. Nein, freue ich mich auf Weihnachten. Ich freue mich sehr auf Weihnachten. Es ist aber nicht nur Weihnachten an sich für mich. Ich liebe auch die Zeit davor, wo du einfach so ein bisschen kuschelig alles hier hinrichten kannst und den Weihnachtsbaum schmücken, Plätzchen backen, Musik hören, Weihnachtsfilme gucken. Ich bin da einfach voll der Weihnachtsmensch. Mich erfüllt sowas, mir gibt das ein gutes Gefühl. Ich hatte in der Kindheit halt gute Erinnerungen, deswegen liebe ich das so. Ich glaube, das habe ich auch jetzt schon mehrfach in irgendeinem Video gesagt. Naja, ich freue mich definitiv auf Weihnachten. Und die letzte Frage ist, ob ich schon mal Unterwasserfotos gemacht habe. Da war ich ein bisschen verwundert über die Frage. Also, ich habe damals im Ferienlager haben wir, ja, es kommt wie heißt das, American Pie, damals im Ferienlager, aber nein, damals wirklich im Ferienlager hatte meine Mutter uns so eine Einwegkamera mitgegeben, die man auch unter Wasser benutzen konnte. Das haben wir auch getan, aber die Fotos waren jetzt nicht der Renner. Ich meine, mit 11, 12 Jahren hast du da jetzt auch noch nicht so diesen Gedankenweg, welche Fotos am besten aussehen. Ja, aber ich habe welche gemacht. Sie sahen halt nur nicht gut aus und ich habe auch keine Ahnung, wo sie sind, sonst hätte ich euch die gezeigt. Ja, aber das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wieder wie immer eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi, ciao.